Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder ein neues Tutorial für die Sony Alpha 77-2. Und zwar heute geht es um Remote Play, also Fernsteuern mit dem PC. So, darum sehen wir hier schon ein PC. Wir brauchen das USB-Kabel, die Kamera. Gesagt, leider ist das USB-Kabel, was dabei ist, sehr, sehr kurz. Also, ja, das sind ja nicht mal, was weiß ich, 30 cm. Da ist natürlich besser, wenn man sich noch ein längeres holt. Aber fangen wir gleich mal an. Ich zeige euch erstmal die Einstellung, die man in der Kamera vornehmen muss. Moment, wenn wir es einschalten. Ein bisschen scharf stellen. So, gehen wir hier auf Menü. Sozusagen gehen wir ganz oben, ganz rechts in den Reiter, gehen dann in den vierten und dann haben wir USB-Verbindung, normalerweise auf Automatik, aber um das besser machen wir PC-Fernbedienung. Aktivieren das. Ja, das war es auch schon. So, wieder mal scharf stellen. So, jetzt müssen wir uns ein Programm runterladen von der Webseite von Sony. Also die ist etwas, das ist etwas schwer zu finden. Ich verlinke sozusagen in der Videobeschreibung unten die Links einmal für die PC-Version, einmal für die Mac-Version zum Runterladen. Ich habe das Programm schon hier. Ich zeige das mal kurz. Das heißt Remote Camera Control. Öffne das gleich mal. So, jetzt hat er natürlich die Kamera noch nicht erkannt. So, nehmen wir hier USB. Das hier ein. So, da verbinden das natürlich, schalten die Kamera ein. So. Das ist natürlich, machen wir hier weg. Das natürlich nicht. Okay. So. Und da sehen wir jetzt auch schon diese Einstellung. Die Kamera mal hier liegen. So, da haben wir halt dann mehrere Möglichkeiten. Leider haben wir jetzt kein Live-Bild, das müssen wir halt immer noch von der Kamera nehmen. So sieht die ganze Sache aus. Zeige ich nochmal. Wir haben hier ein Kontrollfenster, wo wir die Werte verstellen können. Wir können jetzt hier anklicken. Normalerweise. Ah ja, ist natürlich welche Modus. Wir haben jetzt Modus P. Da können wir die Werte, wir können jetzt hier natürlich auch, können wir gleich nochmal wechseln. Zum Beispiel können wir jetzt hier anklicken, die Belichtung noch verändern, die Werte. Wir können zum Beispiel den ISO-Wert ändern. Wir müssen halt immer einmal anklicken. Hier unten, das sind bloß Informationsfelder, da können wir nichts anklicken. So, interessant wird es dann nochmal hier. Wir haben hier AFL. Das ist der Autofokus-Sperre. Wir können zum Beispiel jetzt einen Autofokus einrichten, drücken diese Taste und er speichert diesen Wert. Ja, wie können Sie die Kamera bewegen? Er hat diesen Wert gespeichert. So, mal weg. Das nächste ist für hier, ist für die Belichtungskorrektur, AEL. Damit können wir den Belichtungswert speichern. Und hier unten ist nochmal für Blitzlicht. Wenn wir Blitzlichtwerte verändern wollen, speichert er das ab. So, wie gesagt, hier können wir die Werte verändern. Hier ist Filmaufnahme starten, hier Foto auslösen. AF, AE, diese Taste simuliert einen halb durchgedrückten Auslöser. Ja, jetzt simuliert er das. Wir können ja mal in der Kamera den Modus ändern auf A. So, das hat hier oben hier verstellt. Jetzt können wir nämlich auch die Blende verstellen. Wie gesagt, das dazu. Dann haben wir hier noch Einstellungen.
halt Aufnahmen sofort starten. Wir können dann natürlich eine Zeit eingeben und das hier unten ist für Zeitrafferaufnahmen. Das kann man wirklich nur mit diesem Programm machen, kann man halt einstellen, Aufnahmeintervall, ist egal, eine Minute, Sekunden, wann, wie, was, kann man sich hier einstellen, starten. Dann schafft man hier sehr gute Zeitrafferaufnahmen. Wie gesagt, wir haben hier unten noch viele Einstellungen, Einzelaufnahme, Serienaufnahme, alles mögliche, Weißabgleich, Anpassung. Auch nochmal anklicken hier, automatisch, jetzt Anpassung 1, wie man das will. Farbtemperatur, Standard, wir können Farbfilter noch. Man hat hier, Bildeffekte sind jetzt aus, man kann halt Qualität einstellen, wie er speichern soll, Bildgröße, Seitenverhältnis und hier unten ist der Speicherort auf dem PC. Wie gesagt, wenn wir jetzt ein Foto schießen, speichert er es in der Kamera und auf den PC ab. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das war ein kleiner Einblick. Wie gesagt, wo ihr dieses Programm bekommt, dieses Remote Camera Control, verlinke ich in der Videobeschreibung. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.